Es geht zur letzten Strahlentherapie. Hoffentlich, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass verlängert werden kann. Aber das heißt auf jeden Fall, ich werde ein ruhiges Wochenende haben und nächste Woche wird es ganz gut losgehen. So mit Ärztegespräch, wie heißt es? MRT und was weiß ich nicht alles. Und dann wird geguckt, ob sich der vermeintliche Tumor aufgelöst hat und ob die Bestrahlung was gebracht hat. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist und alles gut gelaufen ist, dann kann ich noch ein weiteres Mal in genau derselben Dosierung bestrahlt werden, falls danach nochmal irgendwas nachkommt, weil ich jetzt mit so einer Kinderdosis oder so, wobei das in dem Zusammenhang schon irgendwie sehr seltsam klingt, bestrahlt wurde und deswegen würde es dann nochmal gehen. Aber besser wäre es natürlich, wenn es nicht nochmal gehen muss. Aber wenn es noch da ist, dann soll ich weiter bestrahlt werden und wenn ich ehrlich bin, muss ich da dann nochmal einen Augenblick drüber nachdenken, ob ich das nochmal einmal durchziehe. Was würdest du sagen? Ich gehe jeden Weg mit dir, aber ich könnte es jetzt auch verstehen, wenn du jetzt erstmal sagst, Pause. Ja, die Pause kommt sowieso. Aber wenn sie mir jetzt sagen, ich muss nochmal bestrahlt werden, vor meiner Pause. Boah, ich will über sowas gar nicht nachdenken. Habe ich mir noch nicht gedacht. Das wird alles super sein und dann ist erstmal Feierabend. Und dann wird die Chemotherapie reduziert. Wobei eigentlich, ich bekomme keine Antikörper mehr, ich bekomme keine Chemo mehr in den Kopf. Das Einzige, was ich immer noch nehmen muss, ist sind die Tabletten mit dem Thalidomid, dem Contagan. Aber auch die werde ich wahrscheinlich sein lassen. Ja, da wurde mir auch gesagt, die kann man nicht ewig nehmen und gefühlt nehme ich die schon ewig. Als Belohnung, ich habe es auch gerade Mutti erzählt, ich hatte mir den neuen Rucksack gekauft, den Komuta Briefcase von Topo Design in Schwarz und den wollte ich schon vor 2 Jahren oder so haben. Also nicht, dass mein jetziger Rucksack scheiße ist, aber der ist halt nochmal ein Stück geiler, finde ich. Und ich habe den nicht einmal mit zur Charité genommen, ich habe den ausgepackt, habe mir einmal angeguckt, zweimal dran geschnuppert, den China-Dampf. Und dann habe ich ihn an die Wand gehängt zu meinem anderen Rucksack und im Augenblick laufe ich ja mit dem Ding rum. Aber nachher, wenn wir wieder zu Hause sind, dann greife ich mit denen und dann ist das ab jetzt mein neuer Rucksack. Beziehungsweise nicht ab jetzt, weil ich habe ihn ja nicht dabei, sondern ab nachher, wenn ich die Strahltherapie durchgestanden habe und dann kann ich endlich meinen neuen Rucksack benutzen. Weil irgendwie hätte das, keine Ahnung, also für mich ein schlechtes Bild gemacht, hätte ich den jetzt mit in die Charité immer genommen und so und das wäre es mir irgendwie nicht wert gewesen. Ja. Dann habe ich heute Morgen ein bisschen was am Computer probiert, was gar nicht so einfach ist. Weil die verdammten Augen irgendwie da nicht mit wollen. Dann habe ich wegen den Augen ein bisschen geguckt. Also es besteht noch eine ganz kleine Möglichkeit, dass es einfach eine verschleppte Augenentzündung ist. Aber egal, was ich da jetzt suche, es gibt im Internet zu allem die passende Antwort. Und ich muss einfach warten, bis der Neurologe darauf guckt und mir dann sagt, das und das ist zu tun. Weil dann wird es wahrscheinlich irgendwie erst vorangehen. Aber ich habe vorhin auf das Apple Health geguckt und habe gesehen, dass ich gestern 4300 Schritte gelaufen bin. Also ungefähr, war ein ganz kleines bisschen weniger. Na gut. So, also ich würde sagen, wir haben jetzt noch so 5 Minuten bis zur Charité.
Ich mach mich jetzt mal fertig. Nicht Charité, Nase, Nase. Ach ja, wir müssen zuerst PCR-Test machen, damit wir überhaupt auf die Charité, auf das Charité-Gelände dürfen. Aber hoffentlich ist diese komische Frau da nicht wieder da. Das muss ich euch noch kurz erzählen. Gestern war da so eine Frau, also von diesen Security-Leuten, da ist ein so ein Schwarzer und ich glaube zwei Türken oder so. Und so oft wie wir schon da waren, kennen die uns meistens schon und die sind immer super freundlich. Aber da ist eine so eine Frau und da würde ich gerne Sachen sagen, die im Internet wahrscheinlich nicht gut ankommen würden. Die, man kriegt jetzt immer so Bändchen. Und die Bändchen sind ungefähr so 30 cm hin, ach, nicht 30 cm, so 50 bis 80 cm hinter ihr. Da werden die von einem Pförtner oder so rausgegeben. Und dann hat sie uns gesagt, wir sollen noch mal im Kreis fahren und sollen uns noch mal hinten anstellen, sollen uns ein Bändchen holen und dann dürfen wir reinfahren. Die hätte sich einfach nur umdrehen müssen und hätte uns das Bändchen geben müssen oder geben können. Und somit, dass wir wieder zurück mussten und uns nochmal anstellen mussten, weil diese Frau nicht irgendwie, weil diese paar Zentimeter ihr zu viel waren, hat uns gut 20 Minuten, 30 Minuten gekostet. Und das war sehr ärgerlich. Aber wir haben uns gestern genug drüber geärgert, also müssen wir das heute nicht mehr machen. So, Feierabend. Jetzt ein PCR-Test, ein in die Nase und dann geht's zur Charité. Nicht der vor uns, sondern der zweite wollte sich hier gerade auch in die zweite Reihe stellen. Und wie ihr seht, stehen wir auch in zweiter Reihe, weil nur so Parkplätze sind und im Wedding ist das irgendwie gang und gäbe. Also es gibt jeweils hier und hier eine Parkreihe und dann gibt es davor noch eine Parkreihe, sodass man dann genau eine Spur hat, um hier in der Mitte durchzufahren. Also eigentlich wurde es per Gesetz verboten, aber es kümmert sich keiner drum. Und also im Wedding ist das eigentlich überall, auf der Müllerstraße, auf der Badstraße, auf der Residenzstraße, überall wird in zweiter Reihe gestanden. Selbst wenn eine Baustelle ist oder was weiß ich was. Und als wir dann gesehen haben, dass die hier auch in zweiter Reihe stehen, da dachten wir uns, dann stellen wir uns auch mal in zweiter Reihe, weil dann können wir nämlich gleich ins Impfzentrum gehen. Ich möchte an der Stelle nur betonen, dass wir schon zweimal von der Polizei überholt wurden. Hier darf man das. Hier ist so wie so eine rechtsfreie Zone. Übrigens packt da vorne schon wieder jemand. In zweiter Reihe, natürlich. Also. Leute, es gibt Grund zu feiern, nämlich die Strahlentherapie ist zu Ende. Vorerst. Weil jetzt muss ich noch irgendwie 2 Wochen warten, bevor ich einen MRT-Termin machen kann oder noch länger. Weil das wohl eine Weile dauert, bis der Körper sozusagen auf die Bestrahlung reagiert. Und hier fängt es gerade an zu schneiden. Aber wisst ihr, was mir schon mal mitgegeben wurde? In dem Scheißding war ich die ganze Zeit drin. Aber seht ihr, es lächelt. Achso, was mir übrigens währenddessen eingefallen ist. Gestern wurde mir auf meine Lunge geguckt. Und da sieht alles gut aus. Alles schicki. Keine Probleme, nichts, das irgendwie was großartig behandelt werden muss oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, um ganz sicher zu gehen, wird da jetzt nochmal drauf geguckt mit einem Herzecho. Also ein Herzecho wird gemacht, aber da, wo diese schleimige Lösung mal runterkommt und dann, was man auch bei Babys benutzt, wie heißt das nochmal? Ultraschall. Ein Ultraschall wird nochmal gemacht. Okay. Genau.
Und daran kann man es dann wohl genau sehen, was irgendwie Sache ist. Aber prinzipiell ist, glaube ich, heute meine gute Laune nicht zu bremsen, denn heute ist der ganze Wahnsinn vorbei. Jetzt habe ich am Montag noch ein Gespräch mit meinem Onkologen. Da bin ich dann gespannt, wie es weitergeht. Also was mir gesagt wird. Und dann irgendwann in 2 oder 3 Wochen, sowas in dem Dreh, ist dann das MRT. Da wird es nochmal ein bisschen nervenaufreibend, aber ich bin mir ja so vom Körpergefühl irgendwie ziemlich sicher, dass das Problem erledigt ist. Und jetzt geht's nach Hause und dann hau ich mir ein Meal, prep mein Meal rein.